Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Du Survival Nerd. Mia Jakob, hallo. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei Folge 15 angelangt. Und so langsam sind wir schon vorangekommen, würde ich mal behaupten. Also, klar, man kann mehr erreichen in der Zeit. Vor allem bei der ganzen Diasuche und so, aber ich würde mal sagen, wir haben doch schon was erreicht hier. Ein neues Dorf gefunden. Draußen rennt die ganze eine Spinne rum. Apropos, lass mal schnell pennen gehen. Ja, wäre ganz gut. So. Okay, ich liege irgendwie so halb auf dem Rand, aber ja. Auf jeden Fall lagfrei. So, dann kill ich erstmal die Spinne, weil die regt mich auf. Wir haben auch schon die ersten Sachen langsam verzaubert. Apropos Spinne, hier oben ist eine. Ach, das ist die wahrscheinlich, die ist ganz hochgeklettert zu uns. So. War. Ich werde mich, glaube ich, wieder auf den Weg machen und etwas meinen, weil das ist ja das, was woran es uns momentan am meisten mangelt, so wirklich an Dias. Das mache ich jetzt mich jetzt einfach mal auf den Weg. Vielleicht, warte. Efficiency 1 wäre ganz geil, weil das ist ja nur ein Level. Und auf meinen Eisenspitzhacke wäre das auch ganz geil. Wenn's okay ist, mache ich kurz wegen Efficiency. Ja, wegen schneller Bau. So, einfach auf die guten Spitzhacken, weil wird sich ja nicht lohnen, jetzt die kaputten nochmal zu verbraten. Und Jakob, wir müssen unbedingt unsere Kisten nochmal umbauen, ne? Naja. Also Kisten, also das Kistensystem. So, equipped mit der Dia Pickaxe. Würde ich mal sagen, wir machen uns auf die Suche nach weiteren Dias, wegen weiter Gänge haben. Jakob, du kannst mir auch joinen nachher. Weil Jakob baut jetzt noch weiter im Haus etwas. Hat er sich vorhin gesagt, möchte er gern. Ja, ich bin jetzt einfach gerade am überlegen, was wir letztens noch machen wollten. Das weiß ich nicht. Wir haben auch schon bereits überlegt, dass wir so etwa ab Folge 20 Mods reinpacken werden. Und Jakob und ich dachten da so, dass wir erstmal weniger Mods reinpacken werden, nur so ein paar, die wir ganz nützlich fanden, wie zum Beispiel Applied Energistics 2 mit einem ME-System natürlich. Weil wir finden das einfach viel einfacher als so ein Kistensystem. Und wenn ihr weiter. Vor allem, wir sind es teilweise auch schon gewöhnt. Wir haben ja, bevor wir YouTube gemacht haben, haben wir auch gespielt und haben wir auch immer mit dem ME. Ja, war ganz schön. Können wir auch mal machen, so eine extra Folge, unsere Forge-Welt. Ja. Genau. Oh, bald. Na, jedenfalls, wenn ihr weitere Ideen habt noch, welche Sachen wir so reinpacken könnten in diese Welt. Ja, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen drüber. Ja, was wir noch dachten, wäre sowas wie Pflanzmod. Bisschen mehr Action und so. So, erstmal zwei Pickaxes verbraten, die schon richtig low waren. Eisen. Sehr viel Eisen, okay. Boah, also Eisenprobleme haben wir echt gar nicht. Weil wir haben auch überlegt, so Sachen wie Terminal-Mods reinzubringen. Also die Terminal Foundation Expansion und so weiter. Aber da ist es dann so, dass wir dann etwas umziehen müssten oder zumindest woanders minen müssten. Weil diese Sachen generieren dann nämlich, müssen erst neu generieren. Sprich, wir müssen dann irgendwie so 16 Chunks oder so noch weiterlaufen. Wäre ein bisschen umständlich, aber wir würden es machen. Umständlich. Können ja dann so eine Verbindung machen. Ja. So, warte mal, wie habe ich es da gemacht? Oder mache ich gerade mal hier? Bin ich dumm? Ah ne, das passt doch. Ja, bist du. Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze! Ich weiß gar nicht, ist der Händler eigentlich noch da? Jakob, weißt du das? Keine Ahnung. Irgendwie, der sollte doch eigentlich so langsam mal verschwinden. Und dann hoffentlich mal mit einem besseren Angebot zurückkehren. So ein Arschloch. Ich meine, was bietet er uns an? Das Einzige, was wir holen könnten, wäre Gunpowder, falls wir später mal Pflanzmod benutzen. Wo soll ich eigentlich die Tiere hinmachen? Also für... Also so ein Gehege? So neben das Haus vielleicht? Da haben wir halt immer diese Tiergeräusche, wir haben halt diesen Stone nicht, wo du die ganzen Tiere leise machen kannst. Sonst buddelt den halt in der Höhle oder so, das würde ich eh machen, wenn wir runtergehen oder so. Irgendwie sowas wie eine Art Höhle oder so da bauen. Für die Tiere, weißt du? Also nicht nur für die Tiere dann, sondern auch vielleicht so eine unterirdische Farm oder so. Toll, jetzt habe ich noch eine Pickaxe mit Efficiency.
schon ganz eigentlich an. Also so Fischeimer kannst du gar nicht craften. Mach du mit deinem Aquarium. Nee, hätten wir Ding. Ha? Hätten wir uns ein paar Kabeljau-Eimer machen können, könntest du Delfine. Weißt du, was du tun Delfin könntest? Hm? Du könntest versuchen, ein Ding zu machen. Mehr Skeleton-Skin und dann Knochenblöcke. Die sehen ja auch ganz geil aus. So, hallo so Leute, willkommen wieder zurück. Ja, komm, ich habe ein bisschen gemeint noch. Genau. Und ja, jetzt sind wir gerade hier, haben wir einen schönen Minenschacht, einen sehr großen Minenschacht gefunden. Ich hab ihn gefunden. Halt einfach der Maul! Meine ganze Rüstung kaputt gegangen. Ja, ist ja gut. Das ist aber meine ganze Rüstung kaputt gegangen. So, habe ich dementsprechend Probleme momentan. Diese dumme Blume nervt mich. Ich habe auch noch einen Bogen, den kann ich dann auch benutzen. Wir haben tatsächlich 17 Dias gefunden, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Wir dachten uns, ja, komm, wir nehmen jetzt noch so ein bisschen auf, cutten das dann alles schön raus. Haben jetzt eine schöne Mining-Session von vielleicht einer halben Stunde oder so drauf. Wir haben tatsächlich absolutes Luck gehabt. Ja, komm, ich bin hier hoch. Ah, okay. Hier waren wir aber schon. Also zwei Dias haben wir tatsächlich in Kisten gefunden und sehr viel haben wir wirklich per Luck gemeint, ja. Wirklich. So, ich mache mir jetzt noch Hose und dann ein Schwert und dann gehen wir noch ein bisschen weiter im Minenschacht. Also wirklich, wir haben hier auch noch einen Stack Eisen, über einen Stack Gold. Also wir haben wirklich ganz, ganz fleißig gefarmt. Wow. So. Oh, ich habe keine Sticks natürlich für ein Schwert. Oh, hier, wir sind von Holz umgeben, wir pfeifen. Brauchst du eine Axt? Nee, nee, ich hab doch zwei. Kannst du das restliche Eisen mitnehmen, was da drin ist? Im Ofen? Ein bisschen Holz als Vorrat. Vorm Ofen? Ja, nimm es mal bitte mit. Machen wir das Dirt weg und nimm mal den Crafting Table mit. Nimm mal das Eisen bitte mit. Was im Ofen noch ist, Jakob? Da ist nichts mehr drin. Ja. Was hab ich denn jetzt? Ah. Geh mal kurz weg. Muss überlegen, was ich wegschmeiß. Da nimm mal Power Drace, wenn du aufnehmen kannst. Okay, warte, warte. Ja, scheiß mir auf den Ofen, egal. Ah, da ist noch ein Gräber. Hä? Wieso konnte ich ihn nicht mehr treffen? Magic. Okay, lol. Ich will kurz nur hier runter, du kannst oben bleiben. Wo bist du? Bist du immer noch? Immer noch hier unten, hier ist wegen Kohle. Ach, piss dich doch, du hässliches Skelett. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, das ist eine Schlucht. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Out. Mach das nicht nach, Jakob. Dias. Dias. Schon wieder. Oh mein Gott. Es läuft nur bei uns, Alter. Ey, kann das sein, dass es jetzt diesmal die Ding für uns bedeutet? Warte, ich mach mal kurz hier. Geh weg. Bitte lass es einfach. Ein Dia. Gold. Willst du mich verarschen? Ein Dia. Ah! 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 Du Bastard. Hallo? Hallo? Ich dachte, jetzt kommt jetzt hier. Ich dachte, jetzt kommt jetzt hier was. Oh, nee, piss dich doch. Och man. Boah, diese Schlucht ist heftig. Hilfe. Was ist? Ich bin auf der einen Seite von Lava und Zinkel von auf der anderen Seite. Vom Creeper.
Warte, ich muss gerade kurz die Wasser hier wegmachen. Ja, creep. Wo bist du? Ah, passt. Ich schreck noch schnell vor. So, warte mal, wie viele Dias habe ich denn jetzt? Ich habe 18, das sind 14, das heißt... Ah, dreckiger, hässlicher Wichs... Creeper. Ich rette, was zu retten ist, aber es ist nicht viel zu retten, sag ich mal. Ich hatte zum Glück, nur golden Lapis, was recht wertvoll war. Keine Dias. Die hast du alle. Deshalb gehe ich auch erstmal von der Lava weg. Ja, ich bin auch recht weggegangen, aber dieser Creeper ist explodiert, hat mich in die Lava gebolzt. Da ist auch Gold bei der Lava, aber ich kacke jetzt mal auf das Gold. Wir haben genug Gold erstmal. Ich warte oben gleich. So, ich hab mal die Lava zugemacht. Okay, warte mal, was haben wir denn hier? Die Axt kann ich mitnehmen. Eisenpickaxe auch. Jetzt sind halt mein ganzer Level weg. Naja, egal. Ja, das wäre kacke. Eine Chest nehme ich immer mit, die ist ja noch wertvoll. Gravel, Helm, Eisenschwert, was hast du noch? Okay, eigentlich ist nicht so wertvoll, ist dabei tatsächlich leider. Ja, komm, ich nehme noch die gute Eisenpickaxe mit, oder? Oder komm, hier, warte, ich nehme noch irgendwie so... So eine Rail oder so? Nee. Ja, komm, ich nehme deinen Helm mit. Okay, dann bleibst du mal in der Base. Ja, ich ahnte. Freunde, ich würde sagen, damit enden wir mal hier diese Folge leider mit diesem traurigen Tod von Jakob. Also summa summarum juckt's eigentlich niemandem. Ich werde mich hier auf den Weg machen zu Jakob. Ja, ja. Off camera. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge hier trotzdem gefallen. Und wenn ich natürlich viel rausgecuttet habe, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf Action freuen in den nächsten Folgen. Jetzt wo wir doch mittlerweile doch sehr gut equipped sind. Paar Dias wieder. Ja, ja, also was heißt ein paar? Das sind schon krass viel eigentlich. So. Ich gönne mir hier noch ein bisschen was. Und Freunde, ich glaube, damit sage ich mal leider diesmal allein im Bild. Hello darkness, my old friend. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Und lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr Action sehen wollt. Also dann, haut rein. Ciao, ciao. Meiner Seite auch. Ciao, ciao.